Wir sind bei Niederer in Völklingen, ein ganz großes Unternehmen für das Thema Bauen, praktisch vom Dach bis zum Keller. Und hier ist David Weihrauch. Guten Tag, Herr Weihrauch. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Und hier ist Jürgen Schulze. Hallo, Herr Schulze. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Genau, es geht um das Thema Farben. Es gab einen Bericht in der ARD. Dort ist praktisch herausgekommen, dass also selbst Farben, die einen blauen Engel haben, schwere Allergien auslösen können. Ja, es ist halt rausgekommen, dass in diesen Farben Schadstoffe drin enthalten sein können, im speziellen Konservierungsstoffe. Und bei besonders empfindlichen Menschen oder Haustieren könnte es dort zu Allergien kommen, ja. Genau, und Sie haben mich kurz gebeten, macht da mal einen Film drüber. Wir haben eine Farbe, die praktisch dort überhaupt keine Allergene drin hat. Also die ist zwar nicht so ganz einfach für Sie als Lieferant, weil die natürlich auch keine entsprechenden Haltbarkeitsmacher drin hat. Das heißt, die muss relativ schnell abverkauft werden. Aber von der Lagerung her, wie lange ist die haltbar? 2-3 Monate ungefähr? Die ist, wenn sie gut verschlossen ist, 6 bis 12 Monate haltbar. Mhm. Und sie ist halt ohne Konservierungsstoffe und das sind auch die Stoffe, die einigen Menschen, die sensibel sind, Probleme machen können. Genau, und wir sind jetzt hier, um exakt über diese Farbe zu berichten. Ist auch eine Farbe, die Sie natürlich nicht so oft verkaufen, aber wer das Problem hat mit Allergien, der sucht natürlich so eine Farbe, oder? Genau, wer Problem mit solchen Sachen hat, der ist natürlich bei uns genau richtig. Wir, der Profi vom Fach, bieten natürlich dann dementsprechende Problemlöser an. Super, und wir gehen jetzt mal ins Lager rüber und gucken uns das Ganze mal an, okay? Genau. Da ist sie, die Disco Clean Air NA1. Es ist eine spezielle Farbe. Hier steht es auch ohne Zusatz von Konservierungsmitteln. Nassabriebklasse Nummer 1, das ist hervorragend. Und ein Deckungsvermögensklasse Nummer 1, das heißt auch eine super, super Qualität, oder? Genau, also die Qualität weiterhin, wie Sie es von uns gewohnt sind, sehr, sehr hoch. Und das ist praktisch der Innenbinder, den wir eben schon angesprochen haben, der komplett lösemittelfrei ist und auch frei von Konservierungsstoffen. Und natürlich die beiden Nassabriebklassen und Deckungsvermögensklassen Nummer 1, das ist das Maximum, was geht, oder? Das ist das, was sehr, sehr hochwertig ist. Also Deckvermögen Klasse 1, besser geht's nicht. Und ebenso auch mit der Nassabriebgeschwindigkeitsklasse. Jetzt vom Preis her, die Farbe ist natürlich ein ganz kleines bisschen teurer, oder Herr Schulze? Aber es lohnt sich dann, warum ist nicht jeder auf der Farbe drauf? Also wenn es ja ohne Konservierungsstoffe auch geht? Ja, zum einen sind natürlich die Kunden nicht unbedingt über alle Details dort informiert und das wollen wir heute auch mal nachholen. Und nicht alle haben das Thema so stark auf dem Schirm, dass man bei einer Wandfarbe an Allergiker denkt, an Probleme, die damit auftreten könnten. Und deshalb haben wir uns heute entschlossen, das nochmal ein bisschen mehr nach außen kundzutun. Genau, es sind ja nicht nur praktisch Kinder, die den ganzen Tag in einem Raum spielen mit allen Pipapo, sondern es könnten ja auch Haustiere sein. Es könnten auch Haustiere sein, die sich den ganzen Tag in den Innenräumen aufhalten. Und aus diesem Grunde, Sie sehen es, die Kamera ist gerade drauf auf dem Logo. Wir sind Allergiker geeignet. Die Farbe ist also auch hier hinsichtlich besonders geprüft. Und das ist halt ein Thema, was in unserer Zeit immer stärker kommt und von Interesse ist. Wir sprechen von Sentinel-Bauen, wir sprechen von schadstofffreiem Bauen. Und da ist halt jedes Teil, was verbaut wird in modernen Wohnhäusern, hat eine Emission, dunstet aus und da ist jeder Bauherr und jeder Renovierer aufgerufen, das natürlich so gering wie möglich zu halten. Die Firma Disco ist ja nicht irgendein kleiner Anbieter, sondern die machen jetzt nicht nur Farben, die entsprechend lösemittelfrei sind und ohne Zusatz von entsprechenden Konservierungsmitteln, sondern die machen auch Standardfarben, oder? Genau, haben wir schon mal im Bericht gezeigt. Also wenn man sich hier im Lager umschaut, der Hersteller Diesner ist ein riesengroßer Konzern, der den Sitz in Berlin hat mit einem riesengroßen neuen Werk. Das ist eine Farbe, sag ich mal, aufgestellt für den Profi, aber nicht nur der Profi, sondern auch der Privatmann ist natürlich recht herzlich bei uns willkommen. Aber der Name Diesner steht für Qualität und hochwertige Produkte. So, jetzt ist es soweit. Riesengewinnspiel. Es gibt einen ganzen Eimer Farbe zu gewinnen. Jetzt bei der Firma Niederer in Völklingen im Wert von knapp 100 Euro. Das heißt, in der Nassabriebklasse Nummer 1, wer sich auskennt, das ist das Beste, was man kaufen kann. Deckungsvermögensklasse 1. Das heißt, hier sind besonders viele Farbpigmente drin, dass man nicht 2, 3, 4 oder 5 Mal streichen muss. Was hat das ungefähr für einen Wert, so ein Eimer? Der Eimer liegt im Wert von ca. 100 Euro in etwa. Ca. 100 Euro. Das heißt, der Farbe ist ein bisschen teurer, aber sie deckt natürlich unglaublich gut. Oder? Sie haben ein gutes Deckvermögen. Und wie gesagt, ist ja für einen speziellen Zweck gedacht, sprich Allergiker geeignet, allergikerfreundlich. Und dann sollten wir sowas auch dann schon mal investieren. Mit 12,5 Liter ist da so ein kleines Zimmer damit zu streichen, klappt das? Mit einem Eimer kriegen Sie eine Fläche gedeckt von ca. 40 bis 60 Quadratmeter, je nach Saugverhalten vom Untergrund.
Super. Das ist es jetzt. Gehen Sie bitte auf @saarland oder Saarlandfernsehen 1 in Facebook. Finden Sie dieses Video. Da ist das Gewinnspiel natürlich drin. Posten Sie den Kommentar, der dort auf der Facebook-Seite steht, einfach drunter. Und mit etwas Glück sind Sie Gewinner eines kompletten Eimers. Und wenn Sie noch mehr Farbe brauchen, hier bei der Firma Niederer in Völklingen gibt es diese Farbe. Vielen Dank, Herr Weihrauch. Ich bedanke mich und schönen Tag noch.